Bundestagspräsident Lammert hat mit einem Nein zum Freihandelsabkommen TTIP gedroht. Er kritisierte, dass die Abgeordneten den Freihandelsvertrag zwischen EU und USA absegnen sollen, ohne ihn zu kennen und beeinflussen zu können. Der Funke Mediengruppe sagte der CDU-Politiker, er bestehe darauf, dass die wesentlichen Dokumente allen Parlamenten der EU-Staaten zugänglich gemacht werden. TTIP-Gegner fürchten um europäische Umwelt-, Sozial- und Verbraucherschutzstandards.